Ja. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Final Fantasy 2 auf dem NES, für den NES, für das NES, auf der deutscher Übersetzung von den Star Trines. Mit dabei ist wieder der Kill Bill als Co-Gastmoderator. Als Gastmoderator, genau, hier so. So, ich gehe hier außen rum. Kämpft mit den Wachen, solltet ihr das auf meinem Bruder. Erst nach oben, dann außen herum, nach links unten. Nach links unten. Da war ich. Gebt dem Mann an der Theke das Passwort. Weil du bist ja eine, du hast dich ja den Rebellen angeschlossen. Und nee, warte mal. Sag nochmal, wo ich lang soll, ja? Erst nach oben und dann links, dann nach links unten außen. Und dann außen herum nach links unten. Ich war aber schon ganz links unten. Nee, erst mal ganz hoch und jetzt hier runter, genau. Jetzt geh ich mal ganz links unten, da war ich doch drin. Ja, genau. Da müssen wir in den Brunnen. Was, in den Brunnen? Da war nichts. Oh. Kann man da vielleicht in den Brunnen? Nein, da ist nichts. Nichts. Kann man da außen an der Anlage da rein, da bei den Garnzahlen? Nee, gehen wir da runter nochmal. Meinst du? Gehen wir runter. Da irgendwie an die Seite rein? Nee, gut. Nee. Gut, dann gehen wir da rein in das Haus. Da war wohl nichts, oder was? Nö, da hast du ja selber zugeguckt. Warte, ich muss mal schnell einen Kampf machen. Okay, das kriegen wir schon hin, ja. Ich muss jetzt hier mal ein Stückchen. Wegrutschen. So hat man mich noch gut, ja, aber. Ja. Ich muss mich jetzt mal anlehnen, denn dafür muss ich das Mikrofon ein Stückchen weiter zu mir drehen. Ja, also hier soll im Grunde irgendwie ein Gastgeber sein. Ist nicht. Gut, dann wir müssen ja auch ins Gasthaus, deswegen gehen wir mal. Das sag ich ja. Und da steht aber ein Typ davor. Vielleicht gibt er einen Hintereingang irgendwie. Wir gucken mal um das Haus herum. Machen wir mal. Guck mal, das ist ein Springbrunnen, vielleicht ist das der Hinweis. Ja, vielleicht. Hier steht noch eine Ausnahme. Gasthof nach oben. Dann außen herum nach links unten. Ach nee, beim Gasthof vorbei. Nach oben und dann links herum. So? Okay. Warte mal, ich kann ja auch mal hier reingehen. Oh, hier ist alles leer, alles klar. Dran vorbei. Aber nicht nach rechts, da hat links geschrieben. Entweder hat er sich verschrieben oder da geht's irgendwie rein. Oder? Nee, wir müssen schon ins Gasthaus. Nicht ins Gasthaus. Nein, wir waren schon richtig. Geh mal da unten rein. Das ist da unten. Nee, da ist doch aber nichts. Dann geh nochmal in die Vorstadt, in die andere Stadt, und da muss uns der Typ ja noch sagen, dass Scott wahrscheinlich hier drin ist. Vielleicht ist ein Trigger im Moment, weißt du schon? Ja, den hätte ich doch aber getriggert. Na, vielleicht nochmal, wir gehen nochmal in Gigatea zurück. Na gut. Weil, was anderes fällt mir ja nicht ein, weil mehr hat er dazu nicht geschrieben. Außerdem tun wir ein paar Kämpfe mit absaunen, ist ja nicht verkehrt, dann können wir nämlich gleich mal die letzte Rüstung noch holen. Weil wir werden sowieso so oder so mit Kämpfen bombardiert, ja, also von der Seite her. So, ich mache immer ein bisschen schneller. Ja, das ist sehr geil. Das ist sehr geheim. Sehr geheim. Nach jedem Kampf einmal Save State drücken, bitte. Ach, das ist nicht notwendig. Eigentlich. Das ist wie bei Tomb Raider 1, wo man dann nach jeder Kurve gespeichert hat, ja. Oder was 2? Ich glaube Teil 2 war das, wo man die Speicherkristalle nicht brauchte. Okay. Achso, das ja, ich weiß. Kannst du dich erinnern? Das haben viele gemacht, das haben fast alle gemacht. Ja, das stimmt mit denen, ja. Total sinnlos, ey. Ja. So, jetzt müssen wir eigentlich erstmal Kohle haben und dann fallen mir die Leute hier mal reden. So. Die müssen uns ja den Hinweis auch geben, dass er da ist. Blablabla, findest du jenseits des See. Okay. Dann gehen wir weiter, wir reden jetzt hier mal mit der Frau da oben. Ja. Altea und Gerhard wurden bisher verschont, aber den Sheriff und was dann. Okay, dann gehen wir mal noch hier kaufen. Und zwar Armleder. Drei Stück. Zwei. Drei Stück. Und rüsten wir uns aus. Armleder. Nee, passt schon, ja. Rüstung Maria. Armleder. Maria. Rüsten geil. Armleder. Ja, guck, hier ist das Symbol auch richtig. Also, ja. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Sieht aus. Naja. Soll ich nochmal schlafen gehen, sagst du? Soll ich nochmal schlafen gehen? Ja, komm, mach. Ja, nee, warte, ja, ich will doch hier noch mit allen Leuten sprechen, habe ich gesagt. Hier mit Oppi. Ja, genau. Hey, Oppi, was geht? Ich weiß nicht, was man so gedacht hat. Hat man schon mal gelesen, irgendwie alles, oder? Ja, haben wir auch. Gut. Alles. Ramona von Finn ist ein Gasthof, in dem ein verletzter Soldat versteckt wird. Das haben wir gebraucht. Und das war eigentlich im Grunde der Hinweis. Könnte es Scott sein? Wir wissen es nicht.
Jetzt haben wir aber den definitiv hier einen Hinweis bekommen. Getriggert auf jeden Fall. Also wenn es ein Trigger ist, heißt es. So, ab nach raus. Halt, ich laufe verkehrt. So. Ach komm, ich mache wieder einen Trendskip rein, ja. Auf jeden. Man muss können. So, ich halte jetzt auch einfach mal A gedrückt, weil es geht ja sowieso von allein weiter, wenn ich gedrückt halte. Ja. Oh, und ein Summer Goblin. Oh, ist das ein süßer kleiner Goblin. Ja. So. Und so, Speed und Speicher. Und rein hier. So, pass mal auf hier. Oh fuck. Jetzt. Oh fuck. Jetzt da links rum. Hat ja Sinn. Da unten drinne, der muss da sein. Ja, woanders gibt es ja auch keine Türen, wo was ist. Richtig. Ne? Es kann nur dort sein. So. So, keiner da. Das ist auch sehr mickriger Gasthof, muss ich sagen. Vor allem in dem Gasthof ist ja auch kein Typ, wo man anquatschen könnte. Was? Vielleicht muss ich ja mit dem Tisch reden. Nein, hier müsste ein Typ drin sein, damit ihr redet. Hier ist aber kein Typ zum Reden. Das ist definitiv dort. Okay, dann wie viel Geld haben wir? 381. Okay, dann gehen wir raus, machen ein paar Kämpfe. Weil? Ich es in ungefähr einer 30 Sekunden weiß. Ja, ich rede jetzt hier, pass auf, ich speichere, ich rede jetzt mit dem Typen, der da so davor steht. Rebellen. Bist du verrückt? Nee, ich will das jetzt ausprobieren. Ach du Scheiße. Jetzt willst du es wissen, wa? Korrekt. Magie, Feuer auf den Onkel und Kampf. Okay, 309 HP werden abgezogen. Okay, hat keinen Sinn. Schade. Vielleicht gibt es hier tatsächlich einen Nebeneingang? Ich weiß es gleich. Ey, da unten ist eine Bar. Echt? Nicht der Ernst. Da, siehst du es? Und, yo man, dann haben wir es doch schon. Brauchen wir gerade gucken. Und ich, siehst du, so schnell geht's. Wie soll ich denn da an dem Rand vorbei? Ah, ich weiß, wo lang. Nee, doch nicht. Das war, Nee, du musst da links außerhalb so vorbei. Nee, das ist du musst fies, da schon, ey. Du musst da irgendwie links vorbei und dann außen rum, hast du gesagt. So, okay, mal hier lang. Nee, ich klappt nicht. Nee, ich klappt nicht. Oh. Du musst links... Das ist ja auch mitten in der Stadt Random Encounters kommen, ist ja voll dumm. Ich bin links. Na genau, und dann musst du irgendwie ja, weiter gut, links. Pass auf. Nee, nicht zu weit hoch, nicht zu weit. Achso. So, ja, das könnte gehen. Ha! Das ist voll der Trick, ja. Ja, voll tricky. Voll krass. Alter, wir haben es geschafft. Ha! Ey, wer baut denn bitte so eine Bar? Ohne Shit. Oh. Ah, da hinten. Ach du Scheiße. Hast du den überhaupt geschafft, den Soldat? Nee. Der hat weggeloost. So. Hey, bleibt gefälligst vor der Theke. Habt ihr in Paramec denn überhaupt keine Manieren? Grummel. Ja, eigentlich müssen wir jetzt sagen, ja, richtig, weiter runter. Nee, wir müssen ihm was sagen. Weiter runter. Ist ja gar nichts? Nirgendwo? Das ist nix. Wir müssen ihm das geheime Passwort nennen. Vielleicht muss ich vor die Theke mit dem reden. Ja, das kann sein. Dass er sonst so angepisst ist irgendwie. Ja, genau, das. Aber das geht doch gar nicht. Das ist doch der Typ davor. Ah, nee. Nichts. Nee, reden. Sagen, oder? Nee, ich kann ja nichts machen. Hä? War das doch der Typ? Versteh's nicht. Geh. Einfach nochmal, vielleicht ist hier ein verletzter Soldat? Nee, der ist es nicht. Nee, wir müssen mit den Typen reden, das passt schon so. Versteh ich nicht. Vielleicht Kisten, ja. Red doch mal mit dem. Ah ja, haben wir irgendwie. Nee. Haben wir irgendwie so. Die Windrose. Wir müssen dem ja sagen, dass wir quasi auch Rebellen sind. Ja, aber den Trigger haben wir doch mitgenommen, dass das Passwort Windrose ist. Ja, genau. Eigentlich schon, ne? Verstehe ich nicht. Okay, dann werde ich jetzt nochmal triggern. In einer Minute weiß ich es. Ich finde das jetzt sehr merkwürdig, ey.
Dann tu mal ganz einfach erstmal das, was du immer machst. Nichts. Ja, so will ich jetzt nicht sagen, aber gut. Nee, dem müssen wir ja das Passwort geben, das nimmt er ja nicht. Deswegen müssen wir das anders machen. Objekte... Kannst du ganz runterscrollen? Nee, ne? Nee. Nee, gut. Und zwar... Na, wir haben's gleich. Jetzt ist er schon mal in der Stadt, ja. Ah, hier ist eine Bar. So, jetzt kuschen wir es mal ein. Tschickaboom. Tschickaboom, so, dann kommen wir rein. Irgendwo gibt's, Leute, bei YouTube auch eine Funktion, dass du Videos schneller abspielen kannst. Ja, nee, nicht wirklich. Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Tatsache, der ist dort. Wie kam er da rein? Da hat er ja theoretisch mit dem gelatscht. Was, wie sah denn so das mit der Bar aus? Na, ich guck's gerade an. Achso. Ja, also gerade. Jetzt geht er gerade in die Bar rein, ja. Jetzt geht er gerade rein, ja, jetzt geht er hoch. Ich kann tanzen. Geht er, der geht auf jeden Fall auch da oben hin, so wo du bist. Der geht auch nicht vor die Bar. Und dann lapscht er den an. Dann sagt er auch hier, du sollst vor der Bar gehen, krummel krummel, dann sagen. Oder? Ja, ja. Ja, ah, toll, der kann White Rose sagen. Was? Ja. Und wir nicht? Say. Nee, wir nicht. Wieso das? Ich kann mir nur vorstellen, dass wir da was verdudelt haben. Oh Mann, ey, das ist ja nervig. Tut mir leid, Leute, dass wir hier so inkompetent sind. Mr. Inkompetenz. Ja, wir werden auf jeden Fall dann noch mit jemandem reden müssen. Und ich weiß gerade, wo. Okay, da war er da. Komm, ich gucke mitnehmen grad auf dem Weg. Definitiv. Wir können sowieso noch Zauber kaufen, was wir eh wollten. Also ist jetzt nicht so ultra schlimm. Das stimmt. So haben wir quasi das abgegrast, was wir eigentlich machen wollten und eigentlich machen müssten, sollten. Also von der Seite her, alles cool, alles schick. Das wird uns nicht umbringen. So, also das ist auch hier bloß in der Stadt, da hat er auch nichts getriggert. Das muss er am Anfang mitgenommen haben, definitiv. Hm. Ja, da geht auch noch plus pennen in der komischen... Was? Ja, da geht... Hab's nicht, nee, ich hab's echt nicht verstanden. Ich guck gerade. Nee, da geht er nur in der einen Stadt, der pennt bloß. Deswegen, das muss er am Anfang mitnehmen noch, das Passwort. Das hab ich da doch haben wir am Anfang irgendwie... Entweder haben wir mit zu wenig Leuten geredet am Anfang. Ja, definitiv. Wir müssen nochmal mit dem Königin reden da. Das machen wir einfach nochmal. Das haben wir ein bisschen wahrscheinlich über nicht ganz mitgemacht. So. Ja. Inzwischen sind wir auch schon fast da. Ich weiß auch wieder. Wir haben ja überhaupt nicht mit den Leuten großartig geredet. In dem Königreich. Und ich glaube, das war der Hauptfehler. Meinst du, dass wir tatsächlich einfach den Windrose-Typen nicht mitgenommen haben? Nee, das schon. Das Problem ist, wir haben nicht mit den Leuten geredet, die uns gesagt haben, hey, in Dingsbums ist die Basis der Rebellen. Da gab es nicht nur einen Typen, der das gesagt hat. Echt? Ja. So, man ist hier von der Art her, den König verwundet Rebellen. Das ist der Prinz Gordon, bla bla bla. Da hier oben sagt es, glaube ich. Du bist jetzt in der... Nein, aber ich hab doch... versteh's nicht. Komm, ich geh nochmal hier hoch. Ja, auf jeden Fall. Guten Tag, Frau Prinzessin. Ja, die vermisst ja ihren... Ja, toll, jetzt haben wir's. Ihr Passweise, Windrose. Kann man das irgendwie auswählen da oben? Nee. Weil ich hab das schon mal... Geh mal hoch, jetzt... Drück mal irgendwie hoch noch, irgendwie geht das irgendwie? Nee, wir sind ganz oben. Lernen vielleicht. Ja, lol, jetzt haben wir es. Also wenn wir was in Klammern sehen, das werden wir noch öfter sehen in Klammern, dann kann man das also erstmal lernen. Also muss drauf achten, wenn da oben im Text was mit in Klammern ist. Okay. Wenn ihr versucht, hey, du kannst mal ein Zeug lesen, du hast alles vergessen jetzt. Ja, das... Die Windrose ist Finns Wappen. Oh, was wohl aus Finn geworden ist. Es muss dort Gefangene geben. Jetzt kriegen wir erstmal die Quest da hochzurennen. Ja, wenn ihr versucht, Marias Bruder Leon zu finden, solltet ihr nach Pien gehen. Bedenkt jedoch, dass Paramex-Soldaten noch immer dort sind. Vorsicht. Ist klar, los geht's. Auf ihn. Auf jeden. Pass auf, dann gehe ich jetzt zu dem Dieb. Ja, und dann? Sag zu dem Windrose. Und dann sagt er, ey, geil, ich komm mit.
Das kann passieren, ja. Das kann vielleicht wirklich passieren. Das ist ein Plan. Hey, ich bestehle keine Rebellen. Ich bin selbst aus Finn. Was, ich bestehle keine Rebellen? Achso. Ich bestehle, ja gut. Nee, lernen kannst du nur, wenn da was in Klammern steht. Da wird noch öfter kommen. So, okay, jetzt können wir also zu dem Typen gehen. Nee, warte mal, jetzt wollten wir noch einen Zauber kaufen. Ja, stimmt. Ich wollte aber vorher noch einen Kampf machen, damit wir auch wirklich genug Geld haben. Ja, siehst du, das wollten wir noch, genau. Ha, siehst du, wir kriegen alles raus. Geil, oh Mann. So, da haben wir ja plus 4 Parts oder so gebraucht, ha? Ja, ja, doch, wir haben genug Geld für einen Zauber. Achtung, Frameskip-Action. Und zwar jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Jetzt. So, guten Tag. Wir möchten gerne einen Blitz kaufen. Vielen Dank, der Blitz hat sehr gut geschmeckt. Object Blitz auf Maria. Der Maria kann ja nichts Besseres als zaubern. Oh, guckt mal, Leute. Überfall. Kampf. Magie, Blitz auf Dinner. Muhaha. Also nicht wundern, wenn ich jetzt schmatze, aber ich esse jetzt mit der. Geil. Geil. Jetzt hört er mal. Kampf, Magie, Blitz auf ihn. Ja, super. Jetzt haben wir endlich mal die ganzen Zauber. Rüstung haben wir ja auch soweit alles, oder? Wie bitte? Rüstung haben wir auch, oder? Ja. Hm? Magie, Blitz auf ihn. Na, siehst du, dieses dieses Rumgestolper hier hat sogar was gebracht. Ja, ein bisschen was. Kampf, Magie, Blitz auf sich selbst und Kampf. Immer noch. Magie, Blitz auf sich selbst, Kampf. So. Kampf, Magie, Blitz dich selbst. Abgeblitzt. Voll abgeblitzt. Mhm. Da ist mir voll einer abgeblitzt, ey. So, jetzt gehen wir mal schlafen. Weil wir so geil sind. Guten Tag, junge Frau. Wir möchten gerne bei Ihnen nächtigen. Mal eine kurze Nacht, wie man sieht. Und wir kämpfen. Bin. Magie. Blitz. Sich selbst. Kartoffeln hin. Ja, ich kann dich übrigens hier nicht rausschneiden, ohne dass das Spiel, der Ton vom Spiel verschwindet übrigens, ja. Ich weiß schon, nur, dass du dich nicht wunderst, warum man dich hier noch so gut hört. Jetzt gab es ein bisschen Level-Ups. Weil Maria, habe ich mir nämlich gedacht, die bräuchte noch ein bisschen sowas wie HPs. Ja. Sehr gut gedacht. Deswegen soll ich sich nämlich selber blitzdingsen. Weil solange der Zauber noch schwach ist. Ja, ist gut, ja, stimmt. Kann man das noch machen. Richtig. Nee. Wir sollen es nicht übertreiben. Oder doch, Magie. Heil auf sich selbst. Hat natürlich nichts gebracht. Das heißt, ich werde den jetzt. Nein. Ja, Magie. Direkt selber benutzen. So, puff. Die anderen sind noch ganz fit, finde ich. So, dann auf in the City. Kansas City. Ja, in the City. So, in the White Road. Inzwischen habe ich ja auch die Scheu vor den Typen verloren, ja. Warum? Weil ich die ansprechen muss, um den Kampf zu triggern. Ja gut, aber hast du jetzt den Ultra Spear oder was? Nö. Aber ich muss die einfach bloß nicht anklicken. Ach so, anklicken? Ah ja, okay. So einfach ist das. Nice. Ja, dann kommen jetzt hier meine Brüders und die sagen, boah, jetzt bist du gekommen, du hast Windrose gesagt, ey, wir verteidigen uns jetzt endlich. Genau, jetzt kommen deine Brothers and Sisters. So. Guten Tag, ich bin kein Rebell. Ihr braucht mich nicht so blöd angucken, guten Tag. Da kommen deine Bros und Grummel, vor der Ticke Grummel, sag Windrose. Psst. Hier hinten ist ein Geheimgang. Ihr findet dort Scott von Cajun. Windrose. Hey, wo soll ich? Das war cool. Vielleicht muss ich ja mit den Wänden sprechen, ab und zu mal sagen Windrose oder so. Und dann geht der Wand auf. Genau, wahrscheinlich.
Das probier ich gleich mal hier bei mir in der Küche. So, warte mal, ich speichere erstmal. Zack. Heil erhalten, danke. Heil erhalten. Nee, oder? Ja. Achso, heil, ich dachte schon, jetzt sind die Zauberbücher da drin. Nee, das wäre geil gewesen. Ja, das wäre hart gewesen. Also im Moment gab es noch keinen Grund zu kämpfen in diesem Spiel, außer um zu leveln. Wollt ihr mich? Wollt ihr mich dem Imperium übergeben? Eher sterbe ich. Windrose. Ey. Also wenn wir uns das nächste Mal beim SNS Projects treffen, wenn wir uns dann sehen, dann sagen wir Windrose. Und dann gehen wir zielgerichtet auf eine Wand zu. Ja, genau. Und dann durch die Wand. Das war halt das Gleis 5, 8, 9. Genau. Ich probiere das gleich in meiner Küche schon mal aus. Sehr gut. Durch den Kühlschrank hindurch gelaufen. Ja, ihr seid Rebellen? Ich bin Scott, Prinz von Cajun. Ihr seid Scott? Gordon sagte, Paramek habe euch in seiner Gewalt. Ich sterbe bald. Bitte tut mir einen letzten Gefallen. Sagt meinem Bruder Gordon, er muss an seine eigene Kraft glauben. Oh mein Gott. Sagt dem König von Finn, dass die Stadt erobert wurde, weil Baron Borgan uns verriet. Borgan. Er ist nun Paramecs Herrführer. Und Sarah, ich liebe sie. Bitte sagt es ihr nicht. Ist ja auch logisch. Ist doch sein Bruder, ist doch ihr Bruder, hä? Was? Nein, Sarah ist ein Frauenname. Ach so, das war ja der Verlobte. Sie muss nun ihre ganze Kraft dem Kampf gegen den Kaiser Paramek widmen. Warte, wisst ihr, was aus meinem Bruder Leon geworden ist? Nein. Nehmt diesen Ring. Es war Sarahs Verlobungsring. Lasst mich nun ruhen. Ring halten. Ja. Tu mal jetzt irgendwie dann Select und B drücken, wenn ihr Ring hast. Select, B. Zusammen gleichzeitig. Blub. Nö. Wenn du auf den Ring drauf drückst und so? Ich muss jetzt erstmal ins Menü. Ja, mach mal. Nö. Ah, kannst du auswählen? Ja, ich probiere gerade das, was du mir Ring ausgewählt. Nö. Und dann Select B? Nö. Na, das geht gleich auf der Karte. Probieren wir nochmal auf der Karte dann. Ich wollte jetzt eigentlich den Ring ausrüsten. Nee, nichts ausrüsten. Das ist ein Special Object. Ja. Hm. Ach, schade. Und welche Fähigkeit es hat, solltest du eigentlich mit Select B rausfinden. Steht das dann in der Anleitung? Nein. Wie soll man das sonst rausbekommen? Ja, Zufall. Durch sinnloses Rumdrücken oder Controle an die Wand schmeißen. Ja, wahrscheinlich lässt du es. Genau. So. Jetzt heißt er. Nee, halt, stopp. Select B. Select B, gleichzeitig. Nix. Nee. Mhm. Komisch. Ich krieg das schon noch raus. Ja, B-Select. Ach, jetzt ab. Ein B-Select. Cool, ne? Was ist denn hier los? Voll die Weltkarte. Ja. Dank des Rings. Ach so. Das ist. Nee, das scrollt überhaupt nicht langsam, ja. Aber hier siehst du die Städte auch. Mhm. Hier unten rechts quasi, ne? Da ist quasi die Altea. Mhm. Halt. Und da oben links, wo es blinkt, da ist halt quasi Pin. Und der weiße Punkt bist du? Nein. Das ist kein weißer Punkt. Doch. Siehst du es nicht? Genau in der Mitte von dem Ding. Nee, da ist die kleine Stadt zwischendurch. Der kleine Punkt dort, der blinkt, das bist Nein, du? Nein, da wo jetzt der Cursor draufsteht, das ist Gara. Ach nee, Gara. Ja, oder wie auch immer die Stadt hieß. Aber jetzt muss ich zurück zum König und dem sagen, hier, alter Windrose. Ja, jetzt musst du zurück nach Altea, ja. Achso, jetzt muss ich ja wieder weiterlesen, ja, stimmt. Noch ein Aber ist geil, ne? 3D-Karte auf dem NES. 1989, Mensch, das war schon Hightech. Na, war das nicht noch früher? Nee, 89. Ah nee, hast recht. 82 oder so, ne? In den USA kam es halt viel später raus, ja, aber. Nee, gar nicht raus. Nein, kam auch nicht raus. Nee, die haben es auch übersetzt. So. Nee, kam auch nicht raus. Gab's nur in Japan. Pass auf, in Pinnen angekommen, haben wir schon so. Dort findet ihr Scott, der euch, nachdem ihr ihm das Passwort gegeben habt, anvertraut, dass im. Warte. Das Imperium, Kashuon und Pin nur dank eines Verräters, Baron Borgan, so einfach erobern konnte.
Mit seinen letzten Kräften gibt er euch den einen Ring, den ihr Sarah als Erinnerungsstück übergeben sollt. Dann scheidet er dahin. Der ist also überhaupt nicht dahingeschieden, der war einfach weg. Naja, dahingeschieden. Die sterben alle so. Also, zurück nach Althea. I'm on my way. Soll ich nochmal schlafen gehen vorher? Ja, auf jeden Fall. Gibt's Sarah Scott Rings? Träum gut. So, okay. Wer ist Sarah? Ja, Königin, mein. Wo du vor uns warst. Ja, aber wer spricht denn die Königin mit Vornamen an? Ah, frag nicht. Ist halt so. Also, beziehungsweise Prinzessin. Hallo. Und Prinzessin, ja. Ja, wissen wir doch. Ring geben, genau. Der Ring gehört Scott. Was ist mit ihm? Meint der Ring, Gott. Der ist halt rund und hübsch. Oder meint ihr die genau. Scott? Und hat Special Effects ja. Wie eine 3D-World-Map. Er war in Finn. Er gab ihn uns und starb. Oh mein Gott. Ich verstehe. Der Ring, sein Geschenk. Hat er irgendwas gesagt? Der Ring. Nein, der Ring, nichts. Bitte verwahrt ihr den Ring. Nein, nehmt ihr ihn. Nur ihr könnt uns noch helfen. Schließt euch den Rebellen an. Ihr könnt uns helfen, das legendäre Metall Mithril zu besorgen, um stärkere Waffen zu schmieden. Lernen wir Mithril. Um stärkere Waffen zu schmieden. Yeah. Okay, tschüss. So, jetzt auf zum König, der Ring. Ja. Der König von Mithril. Es gehört der Ring, um sie zu knechten. Ja, ich habe in einer Sage gelesen, dass da der heilige Ring. Arsch. Hast du es? Was? Hast du es? Jetzt hast du. Gebt Sarah Scotts Ring und ihr erfahrt, dass die Rebellen Mithril benötigen, um stärkere Waffen herzustellen. Ich suche gerade den halbtoten König. Egal. Soll ich doch, nee, den soll ich doch auch sagen, hier, bla. Nein, redet mit Min über das Mithril. Min ist genau neben der Sarah im Thronsaal gewesen. Hast du das gemacht? Dann mach das. Sollte ich mit der reden? Mir hat doch überhaupt nichts zu. Und ihr erhaltet eure nächste Aufgabe von Sarah. Ihr sollt Mithril. Ich fühle, dass unsere Bestimmung uns verbindet. Geht du nach Finn. Mithril. Was? Windrose. Ach, das hast du schon gelernt. Nee, gut. Ihr kennt also das Passwort. Vergesst es niemals. Ne, du sollst ja denen noch einen Ring geben. Hallo, was will denn mit dem Ring? Dies gibt jetzt den nächsten Auftrag. Und zwar, sagt sie, und ihr haltet eure nächste Aufgabe von Sarah. Ihr sollt Mithril aus Halt, hier geht's weiter. Pass auf. Unsere Waffen sind nicht vergleichbar mit Finns Waffen aus Mithril. Josef in Salmando soll wissen, wo Mithril abgebaut wird. Bitte geht zu ihm. Min wird euch dorthin begleiten. Yeah. So, in welche Richtung ist das jetzt? Also, ein neuer Kämpfer. Ja, das ist auch schon der. Salamando. Ja, bitte geht ja gut. So, blablabla. Semis. Also, ihr sollt Mithril aus der Semis-Höhle besorgen. Wobei Min euch begleiten soll. Die Semis-Höhle befindet sich in der Nähe der Stadt Salamando und ist nur auf dem Wasserweg zugänglich. Weswegen Min euch sein Kanu leiht. Das hat jetzt aber nicht mit dem ihr euch nun auch auf Flüssen fortbewegen könnt. Als Heiler bringt Münd nützliche Heilzauber mit, sowie eine Kupferrüstung, die ihr besser einem anderen Partymitglied zuschanzt. Machen wir doch glatt, wa? Na, das machen wir sofort. Kupfer. Tatsache, der alte Sack. Der kriegt dann nur Holzkleidung oder so. Nee, das kann er bald. Nee, ich will den Schutzring. Ich will den Ring. Das ist bloß ein Objekt, aber so, okay. Ob das ein Ring ist, weiß keiner, ne? Ich werde das die Klamotten Maria geben. Wieso denn? Die ist doch hinten. Die ist Zauberin. Dann gebe ich die Sache Firion. Nee, warte. Auf Guy kriegt die Klamotten, weil der sowieso den Meister von Sack kriegt. Ja, genau. Du brauchst einen Tank. Das Spiel ist noch Gott sei Dank so aufgebaut. So, der kriegt jetzt noch Schutz. Ja. Und jetzt geben wir noch ihm wieder ein paar Klamotz. Yay, was geht? Leder. So. Ein Kanu, Tatsache, da war ein Kanu, hast du gesehen? Also über kleine Seen können wir quasi drüber huschen. So, wo ist jetzt ungefähr die Stadt?
Und zwar die Ach, City ja, of. Ich seh's schon. Ich muss jetzt hier über diesen Tümmel drüber. Nee. Wie heißt? Ich hab das jetzt einfach nur geahnt, dass es jetzt diese Stadt ist, no. die jetzt. Nein, die ist es nicht. Nein, hier oben, ganz oben. Ganz oben, hoch, höher, weiter höher, viel höher. Noch viel höher oder noch ganz oben da. Siehst du das Schwarze langsam kommen da oben? War es da weit? Ja, da ist die Höhle. Aber das ist nicht die Stadt, wo wir jetzt hin müssen, oder? Doch, da ist die Stadt. Oh, das ist ein großes Schiff, das ist geil. Ey, wenn du jetzt aber da hingehst, kann es sein, dass du sofort tot bist, ja. Ja, ich hab doch gespeichert. Na gut. Arr. Ja gut, dann geh mal rein. Arrgh, wollt ihr nach Port nur 32 Gil? Nö. Nö. Arsch. Arschloch. Bist du wieder voll vorausgegangen hier, ey. Aber kannst du ja mal einen Waffenshop geben. Das hatte ich nämlich gerade vor. Kauf Dolch, Stab, Axt. Naja, nicht wirklich cool. Obwohl eine Axt für 500? Ja, auch klar, doch schon eine Axt. Ja gut, dann... Gucken wir mal, was Verteidigungs für Klamotten gibt hier. Bronze. Bronze und Kupfer. Was ist besser, Bronze oder Kupfer? Ich hab keinen Blassen. Gehört alles zusammen wahrscheinlich. Weil guck mal, vom Preis her würde ich versorgen. Stimmt. Ey komm, wir haben zu wenig Geld, lass mal noch ein bisschen. Ich will auch noch einen Bronzehelm kaufen. Na, dann mach halt. So. Und am Ende ist er schlechter, ey. Ich lach nicht. Der kann doch nicht schlechter als ein anderer sein. Als gar kein Helm. Ja, genau. als Lederhelm, ja stimmt, jetzt willst du doch. Und da oben steht Abwehr 7. Abwehr 7. Einen Punkt, Abwehr. Naja, mein. Da hat's natürlich jetzt richtig rausgerissen, ja, ne? Muss ich aufpassen. Geil, hier den Lila verkaufen für 40 Gil, ey. Und wir haben gekauft für 80. Also, Hälfte. Ja. Gar nicht. Wir haben für 200 Nein, gekauft. Der hat 80 gekostet. Nee, Fast doch schnell. Wirklich. 200. Glaub's. Echt? Okay, wenn du's hast. Oh, hier ist Magie. Geil. Da muss man mal reingucken. Brot? Protest. Das ist Schild. Magischer Schutz. Unsichtbarkeit. Okay, tschüss. Magische Abwehr, also, soll das heißen. Heil kostet ja auch 200, okay, alles klar. Ja, tschüss. Ja, tschüss, man. Tschüss, man. Bitch. Hier sollen wir ja auch gar nicht hin, du sollst da hoch. Ja, aber hier ist halt eine Stadt unterwegs und da geh ich halt hin. Ja, jetzt kommen Gegner und du bist platt, wetten? Nö. Ah, hast Glück gehabt. Oh, der ist ja relativ gut gepowert, der Sack, ey. Ah, der hat's ganz schön drauf, der. Aber eigentlich sollte man... Ah, nee, cool. Wir müssen mal die Gruppe irgendwie einstellen. Mhm. Irgendwie ist mir die noch nicht so ganz korrekt eingestellt. Oh, geil, scheiß die Wand an, ey. Was geht, Alter? Was hat denn der alles? Exit. Ja, Exit hat er. Nee, der hat Heilzauber. Ich schwör jetzt mal auf den Exit. Guck mal, unsichtbar. Nee, bist du verrückt? Exit ist rausgehen, du Held. Nein. Du machst nur Mist. Exit ist doch hier verabschieden. Und zwar per Zauber. Kein Effekt. Denke ich zumindest. Wespe Storm. Vielleicht heißt Exit aber auch Exitus. Heißt vielleicht auch Scheiß die Wand an. Hm. Oder Dreckslarve. Egal. Arschblock. Arschblock. So, wo muss ich jetzt eigentlich lang? Arsch. Bin ich jetzt. Also, wenn ein Schwuler vorbeikommt, muss ein Arschblock machen. So, okay, ja, na hoch. Also, ich bin auf dem richtigen Kurs, ja? Ja, klar. Tu nochmal die Karte anwählen. Eine große 3D-Karte. Dann kann ich das ganz genau sagen. Einfach nur nach oben. Ja, da oben siehst du das Blinken. Ja. Und da unten links das kleine Punkt ist wahrscheinlich die Höhle. Ja, wahrscheinlich. Dann, Gab's zu dem Spiel denn so eine große Weltkarte zum Angucken? In Handbuchformat oder sowas? Nö. Da wolltest du nicht sonst wissen, dass ich genau dahin muss. Naja, das wirst du merken, weil du nur dorthin kannst im Grunde. Wenn du jetzt die ganze Karte dir angucken würdest wollen, erstmal würdest du gar nicht weiterkommen durch diverse Gegner. Oder aber du kommst irgendwann nur dahin. Weißt du, wie ich meine? Weil die Karte habe ich mir ja gerade angeguckt hier so. Also, du kannst gar nicht irgendwo anders hin. Ja, das stimmt. Keine Chance. Und du warst jetzt ein Palum, ne? Kann das sein? Möglich? Nee, du warst ein Palum. Ich habe keinen blassen Schimmer, ey. Ich frage mich sowieso, ob du da hinten vorbeikommst. Jetzt bin ich gespannt. So, Freunde, der Part ist auch schon wieder fuck. Fuck vorbei, ja, fuck! Okay, ich riskier's einfach.
Kannst du mal bitte deine Maus da wegnehmen? Ja, hatte ich gerade getan, weil ich nämlich gerade Ich bin gerade auf Windows 8.1 und da, deswegen kam jetzt die Uhrzeit mit ins Spiel rein. Wirklich? Ja. Wirklich? Aber was ist denn jetzt das Problem? Denn ich mache jetzt Das dürfen die gar nicht gesehen haben. Das dürfen die gar nicht gesehen haben, weil es außerhalb des Bereiches ist. Stumm, Lösch, Riffel, Nebel, X-Fair, Exit, Medi, Kuro, Lebe, Unsi. Unsi. Anti-Z. Anti-Z, wenn ich das schon höre. Der Yeti haut daneben. So, Anti-Z. MP sinkt, ne toll. Anti-Zauber oder was? Na, du hast. Der zieht nur 3 HP ab. Und ich selber mach die auch mit Instant Tod, okay, alles klar. Kein Problem, ja, mach ich voll platt die Viechter. Die was? Die Yetis. Hab ich voll kaputt gehauen, ey. Hab ich voll kaputt gehauen. Oh, ein Stampfer? Was? Ein Min kämpft ja mit Stampfer. Oh. Ein Min, das ist ein Einbeiniger oder was? Ja. Ne, das zweite Bein hängt in der Luft. Aber du hast ihn gekillt. Du bist Gott. Voll geil, oh Mann. Du bist Gott. Da ist das Schiff. Komm her. Was? Da ist gerade ein Schiff aufgetaucht, einfach so. Ja, speichert lieber mal langsam. Sonst weißt du schon. Bitte, bitte. Also das müsste im Grunde die Stadt sein, Salamando. Und da Salamander. Waren wir dann theoretisch richtig. Ja, sollen wir doch hin, ne? Salamando. Weiß ich nicht. Check mal, ob das Salamando ist. Aus Salamando wurden zur Höhle am Wasserfall gebracht. Ja, genau, da müssen wir hin. Mithril gab es in der Semis-Höhle im Südwesten. Okay. Sagt wer? Sagt die Frau. Auf nach Südwesten. Also, die Semis-Höhle dafür? Gehen jetzt einfach nur direkt nach links unten jetzt und dann ein Stück links. Genau, da links. Und dafür brauchen wir nämlich unter anderem auch da. Fuck. Die Stadt ist eigentlich schon wieder vorweggegriffen, da sollte man ja gar nicht hin. Nee, doch. Die haben doch gesagt, wir sollen in die Stadt gehen, weil die wissen. Was ist denn jetzt? Achso. Ich hab einen Schatz gefunden, geil. Du hast einen Schatz gefunden. Weil. Und er trägt deinen Namen. Weil, oh ja. Weil die wissen halt, wo man Mithril abbauen kann. Und die haben jetzt gesagt, da guck mal, da kann ich Mithril. Fuck. Du hast einen Schatz gefunden und er trägt auch deinen Namen. Feuermagie. Kampfmagie. Feuer. Kampf. 20 HP. Und er lebt noch, verdammt. Oh, jetzt wird nicht mehr. Ha, easy. Wir haben einen Schatz gefunden. Speichern, ja? Ja, dringend. Die Karte ist ja voll scheiße. Scheiße, ich komme nicht hoch. Ja, deswegen hast du ja einen super Floß, Mann. Ja, ich komme da nicht hoch. Ach so, scheiße, wir müssen aber da hoch. Boah, das heißt, wir müssen jetzt hier noch um den Berg rings rumlaufen, ey. Ach, du grüne Neune. Ich hab gewusst, irgendwo war der Fehler. Hast du jetzt eine Aufnahmepause gemacht, oder? Geist vergiftet. Nein. Hast du eine Aufnahmepause gemacht? Nö. Ach so, ja, Leute, okay. Wir sind... Nee, dann lass uns mal... Nee, wir sind jetzt 40 Minuten. Ja, komm, da fliegst du noch hoch und dann machen wir Pause. Das kriegen wir noch in der Ruhe. Komm, das ist nicht geil. Magie. Ist immer blöd, wenn du mitten in der Pampa sitzt und denkst, wo warst du denn gleich? Kurieren, ja, das klingt gut. Medi, sicher? Mal klären wir alle, ne? Sicher. Safe ist safe. So, guck mal, das ist voll stark. Das ist voll krass, Mann. So. Na komm, geh nochmal hoch. Das ist doch nicht weit. Nur noch da hinten rum. Um den Berg rum, jetzt hier rechts rein. Das müsste klappen. So weit ich das hier sehe, geht das. Bist du genau vor der Höhle dann, wenn jetzt hier rechts rein. Was sind das für Gegner, Bro? Geh, Kobold. Geh, Kobold. Ein Schatz gefunden. Ein Schatz, der deinen Namen trägt. Yeah, man. Weil du cool bist. Scheiße, wir hätten auch von Salamando links gelaufen. Oh, sind so doof gelaufen, ey. Ach, die haben gesagt südwestlich. Deswegen bin ich südwestlich gelaufen. Ja, da hätten wir auch schnell reingucken können, egal. So, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, wird es plötzlich gut. Ey, geh erstmal die Höhle da. Da gehen wir im nächsten Part das rein. So sieht das nämlich aus. Achso, da gehen wir rein. Nee, es hat sich bei mir übelst gehangen, deswegen du sparst noch ganz also, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Final Fantasy 2 in der deutschen Übersetzung von den Star Trends. Ja, war mal cool, Mann. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Yeah.